Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Ich bin's, Matze, und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Und ja, wie ihr seht, werde ich gerade hier hinten kurz noch ein bisschen was einstellen und ich könnte noch den Wecker noch mal einstellen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch eine halbe Stunde ab jetzt. Mache das so schnell. Ich bin wieder viel zu schnell. Weil ich, ja. Jo, dann machen wir das hier mal. Das Gute ist einfach nur, du kannst. Das muss ich auch sagen, wenn wir das zurück sind. Falls ich das nicht vergieß. Werde ich zu 100%. Und zwar ist es einfach nur. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas wird es richtig lustig. Wir brauchen auf jeden Fall. Oh, kein Schiff Elfenwurst. Was ich nicht machen werde, ist das da oben, das da, weil das ist. So. So. Wir brauchen Schlangenstein und Tiefenlau. Lau. Laura. Laura. Blablabla. Tiefen. Ach, das kommt schon noch. Jo, auf geht's! Feuersäule! Ah, ja. Hauen wir sie kaputt! Hauen wir sie kaputt! Das ist voll lustig! Mach voll Spaß! Feuer! So, so wenige. Nett. So viel Schaden, so viel Schaden, 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 Schaden. Oh, da verschwindet einer, lustig. Oh, Scheiße. Sturmbullen, das war's. Kran, wie sieht's aus? 5 oder 6 Verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Nein. Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Da ist eine Bulli, richtig? Ein Magic oder... So, 3 oder 4 Folgen aufgenommen und ich rede immer noch so scheiße her. Yay! Ein merkwürdiger Ort dafür. Das ist so beeindruckend. Merkwürdig. Ihr wollt direkt nach einer Schlacht etwas trinken? Ja? Besser als während einer Schlacht. Das ist goldene Sense von 94 des schwarzen Zeitalters. Wenn ihr das verschüttet, wächst hier nichts mehr. Dass dem Kerl nichts friert. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Cremesius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass sie noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Cram. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also, ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Wie teuer seid ihr? Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren.
Eure Botschafterin. Wie war noch ihr Name? Josephine. Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Er wirkt definitiv für sie, brauchen wir auch wirklich. Und da hab's auch wieder gesehen, dass es das Spiel schon ein bisschen älter ist. Weil das glitscht so schön, richtig schön in den Arm rein, sobald man da einmal das Ski. Die Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs, ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich, kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benners Rat gehört? Nur wenig? Nein. Nein. Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Sie sind ein Orden der Kunari. Sie befassen sich mit Informationen, Loyalitäten, Sicherheit, all solchen Dingen. Im Grunde genommen sind sie Spione. Oder genauer gesagt sind wir Spione. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benners Rat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Nachforschen erstmal. Warum gebt ihr das zu? Ihr seid also ein Spion der Kunari und erzählt mir das? Was auch immer bei diesem Konklave-Ding geschehen ist, ist übel. Irgendjemand muss diese Bresche schließen. Was ich also auch sein mag, ich bin auf eurer Seite. Ihr hättet trotzdem geheim halten können, was ihr seid. Vor etwas, das die Inquisition heißt? Früher oder später wäre ich aufgeflogen. Es ist besser, wenn ihr es gleich von mir erfahrt. Das zeigt von einem starken Charakter her. Also das muss ich zugeben. Würdet ihr sowas machen? Ich glaube eher nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe zum Zugeben, ja, also beim Spielen, ja, aber so im wirklichen Leben? Nee. Was würdet ihr berichten? Was würde in diesen Berichten an eure Leute stehen? Genug, um meine Vorgesetzten zufriedenzustellen. Aber nichts, was eure Unternehmungen gefährden würde. Die Kunari wollen wissen, ob sie eine Invasion starten müssen, um zu verhindern, dass die ganze verdammte Welt auseinanderbricht. Ihr gestattet mir, über das, was ihr tut, zu berichten. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute beruhigt sind. So profitieren letztlich alle. Was könnt ihr uns erzählen? Was steht in diesen Berichten der Benners Rat, die ihr mit uns teilen würdet? Informationen über Feindbewegungen, verdächtige Aktivitäten, faszinierende Gerüchte, alles Mögliche eben. Für sich allein genommen sind sie nicht viel wert. Falls eure Meisterspionin aber nicht gänzlich unfähig ist, werden sie ihr äußerst nützlich sein. Woher wisst ihr, dass sie eine Frau ist? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Außerdem hatte ich schon immer eine Schwäche für Rothaarige. Also ganz ehrlich, Liliana und nicht gut. Das ist eine Verarsche. Also Liliana macht da ab und zu mal richtig Angst. Die ist erst angefeuert. Ihr seid dabei. Sehr schön. Krem, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Haven. Wie sie einfach geschaut. Herrlich. Also dann, also nehmen wir jetzt mal den Solus mit, nehmen den einzelnen Bullen mit und wir nehmen Cassandra mit. Stetigen. Und was wir jetzt auch machen, ist einfach nice zu nehmen. Wir machen einfach Weltkarte und wir gehen... Blutsprut. Oh, Tagebrauch, stimmt mal.
Soll ich mal gucken, wo das ist? Die Hinterlande. Nein, 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 nein. Liebe ist geduldig, Blutsbrüder, nein, nein. Meine Sünde! Geh einfach mal dahin. Ich muss mal überlegen, wo war das? Da, teilen Sie mal weg, da. Wo die da hin? Toll. Dann heißt es wieder mit 10 Stunden Kilometer laufen. Na gut, da kann man ein bisschen was einsammeln auch noch. Ja gut, müssen wir das auch noch machen. Keine in Haschwei, du lesen. Ich bin mir so froh, dass ich euch nicht die ganzen Codex zeige. Weil es wird dann so ein. Hat das man schon da das Codex hätte gesehen? Hallo? Zeige ich euch dann mal so relativ am Schluss. Als erstes schauen wir noch. Da aber noch irgendetwas haben, was wir bräuchten tun könnten. Ich ändere. Nein. Wand haben wir. Das tut auch mal. Dann. Waffen. Nein. Akolyt des Feuers. Rüstung. Dann fange ich jetzt erst wieder an. So. Solis. Templen. Cassandra. So. Also das war's. Keine einfach. Ringe verbessern Blitzfeuers. Was ist das? Was bringt das? Untersuchen. Erhöht den Fähigkeitsschaden um 30%. Klar. Mehr damit. Trefferchance? Klar doch, ja damit. Lebenswächter Amulett. Das habe ich schon. Verwerfen, ne? Na gut, dann haben wir das angerichtet, so fett. Auf geht's, jetzt geht's immer dahin. Na, das ist so ein Scheiß. Nee, das brauche ich nicht. Dö. Alter, sind wir in diesem Gebiet, jetzt fange ich auch wieder an zu schwitzen. Da sind wir Jump and Run. Eigentlich Jump. Jump and Flieg. Jump und flieg, Jump und flieg. Oh, Gestell. Stimmt ja, und solltest du noch was machen hier? Stimmt ja. Gut. Aber wenn es wahrscheinlich das machen, wenn man die versuchen, die. Na, dann erstmal. Was soll das? Was ist das? Ja, fett. Einer weniger. Meins. Da. Huh.
Schwarz. Nein, der Fresse. Könntest du nicht einfach mal in Ruhe lassen? Das gibt's doch nicht. Können mich die Herrschaft nicht einfach mal in Ruhe lassen? Echt? Gut, wir müssen sowieso 15 Macht noch sammeln, ne? Das können wir doch gleich alle machen. Einmal gleich hier machen so ein paar, zwei kleinere Aufgaben. War denn das eigentlich? Ah, da haben wir sie. Da kann man da was machen. Wollt ihr ein Lager aufschlagen? Ja. Blackwall wird dann kommen und wird dann für den Bullen ausgetauscht. Aber zuerst machen wir noch das Silber. Der Bullen ist auch noch was. Nein, ein bisschen was an Taktik. Ich bin der Bulli, der will die Mache. Das doch. Das ist voll lustig. Dann macht das da. Dann macht er das. Das da. Dann macht er 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 das da. Und dann 4 Stück. Wow. Embryo. Blutlotus. Voll. Ach so. Ja, rumwusel. Rumwusel die Wusel. Hallo, kommt's auch mal wieder her? Danke. Ja, viel Spaß beim Lesen. Ich lese das nicht. Ist auch langweilig. Also allgemein braucht ihr dieses Codex-Dinger nicht durchlesen. Na gut, es stehen ein paar nützliche Informationen drin, aber. Sie wollen diesen Kampf, nicht wir. Teilweise das, was durch das Codex-Einträge sind, wird im Spiel auch erklärt. Also von daher. Ah, ja, gut. Stellt euch dort auf und dort keine Lücken. Plakwul. Das Gate, altes Haus. Denkt daran, ihr tragt Schilde, um Stand zu halten, nicht um euch zu verstecken. Haltet sie auch so. Blackwall? Wächter Blackwall? Ihr seid kein... Woher kennt ihr meinen Namen? Wer... Oh! Was soll das? Das muss warten. Jetzt sind erstmal diese Idioten dran. Rekruten, da sind sie! Ui, da brennen sie! Ui! Brenn! Was haben wir den eisernen Bullen da, ja? Ich weiß, wie das enden wird. Nicht besonders gut für euch. Man hat das ja gesagt.
Ihr Schwachköpfe! Das war gute Arbeit, Rekruten. Auch wenn das hier nicht hätte passieren dürfen. Sie hätten... Nun, niemand hat sie gezwungen, als Diebe zu leben. Holt euch zurück, was sie euch gestohlen haben. Geht wieder nach Hause. Ihr habt euch von ihnen befreit. Schließt euch gleich uns an, das ist viel einfacher. Ihr seid kein Bauer. Nee. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ich sollte mich vorstellen, hängt davon ab, wen ihr fragt. Die Inquisition hat Fragen. Nee, ich sollte mich vorstellen. Ich kenne euren Namen, weil ich eine Vertreterin der Inquisition bin. Ich untersuche, ob das Verschwinden der Wächter irgendetwas mit der Ermordung der Göttlichen zu tun hat. Was? Die Wächter und die Göttliche? Das kann nicht... Nein, ihr fragt. Also wisst ihr es nicht sicher. Zunächst mal, ich wusste nicht, dass sie verschwunden sind. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Keine Verderbnis, keine Wächter, richtig? Doch eines weiß ich. Ein Wächter hat die Göttliche nicht getötet. Politik ist nicht unsere Aufgabe. Ich beschuldige sie nicht, Banditen zu töten, aber schon, also... Wo sind die Wächter? Ich beschuldige sie nicht. Ich beschuldige niemanden, zumindest noch nicht. Ich brauche nur Informationen. Ich konnte nur euch finden. Wo ist der Rest? Ich habe seit Monaten keine anderen Wächter mehr gesehen. Ich reise allein und suche nach neuen Rekruten. Da der Erzdämon seit einem Jahrzehnt tot ist, gibt es kaum Freiwillige. Und ohne Verderbnis besteht auch keine Veranlassung zur Konskription. Es gibt Verträge, die es uns Wächtern erlauben, uns zu nehmen, was und wen wir brauchen. Also habe ich hier die Opfer dieser Idioten verpflichtet. Sie mussten tun, was ich sagte, also habe ich ihnen befohlen, sich zu wehren. Nächstes Mal brauchen sie mich nicht mehr. Graue Wächter können einen inspirieren und zu etwas Besserem machen, als man es je für möglich gehalten hätte. Und das machen wir jetzt. Nachforschen kommt nicht. Inspirierend, aber erfolglos. Ihr helft mir nicht weiter. Nachforschen. Interessante Verträge. Ich wusste nicht, dass sich die Wächter nehmen können, was sie wollen. Es ist kompliziert. Bei einer Verderbnis müssen alle den Kampf gegen sie unterstützen. Die Verträge sind uralt. Ob sie allerdings auch in Zeiten ohne Verderbnis gelten, ist vor allem eine Frage der Überzeugungskraft. Ja, wo könnten die Wächter sein? Habt ihr irgendeine Idee, wo die anderen Wächter sein könnten? Sie sind vielleicht in unsere Festung in Weißhaupt zurückgekehrt. Sie liegt weit im Norden, in Anderfels. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie alle auf einmal verschwinden sollten, geschweige denn, wohin. Warum seid ihr noch hier? Warum seid ihr nicht auch verschwunden? Nun, vielleicht geschieht das ja noch. Vielleicht gibt es aber auch neue Anweisungen. Und der Bote hat mich einfach nicht gefunden. Als Rekrutierer bin ich oft Monate oder Jahre allein unterwegs. Ihr helft mir nicht weiter. Inspirierend, aber erfolglos. Es war mir eine Freude, Wächter Blackwall. Aber das hilft uns leider nicht weiter. Andere Richtung. Moment mal, ihr sagtet, ihr wärt eine Vertreterin der Inquisition? Die Göttliche ist tot und der Himmel aufgerissen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, sollten wir bei derartigen Ereignissen zumindest hier sein. Wenn ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt, braucht ihr vielleicht einen Wächter. Ihr braucht mich. Ihr allein wollt uns helfen? Die Inquisition braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann, aber was könnte ein grauer Wächter schon tun? Die verdammte Welt retten, wenn nötig. Guter Punkt. Hör zu, ich habe vielleicht keine große Erfahrung damit, Dämonen aus dem Himmel zu bekämpfen. Aber wer hat die schon? Und vergesst nicht die Verträge. Das hier ist vielleicht keine Verderbnis, aber es sind verdammt dunkle Zeiten. Einige werden sie einhalten. Ein Wächter genießt bei vielen großes Ansehen. Wir brauchen keinen Wächter, wir kommen bei der Inquisition. Machen wir das. Wächter Blackwall, die Inquisition nimmt euer Angebot an. Das freut mich. Wir beide wollen wissen, was hier vor sich geht. Vielleicht war ich schon zu lange allein. Ich werde der Inquisition beistehen. Es gibt dann doch jemanden, einen Magier, der muss mit dabei sein. Ich sag's euch, ihr werdet es so genießen. Das ist so lustig.
Warum habe ich denn die Typen so gern? Der Typ ist einfach nur Gold wert. Der Kirchen ist uns eins, yeah. Wir werden uns jetzt aber eigentlich erst einmal nach unten bewegen. Hierhin vor allem einmal. Bewegen müssen. Aber das machen wir dann hier hin. So. Zum Ort reisen, damit kann man irgendwie so rüber. Ja, glaub schon. Aber bis zum Eingang. Obwohl es nicht auf 5 Minuten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Warte mal. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr. Nein, deine Scheißwaren interessiert mich als ein Scheißzeug. Ach, schon hast du nichts. Das ist alles Klump und Scheiße und. Ohne Spusi den Brauch. Mal gucken, ob ich jetzt auch mit Blackwall hinkriege. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra. Und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Es halt nicht bei der Rebellen? Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Ihr das Phylakterion. Ich glaube, das ist euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Metrin. Ah, ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matrin hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Nachforschen. Erzählt mir euch und Matrin. Ich wüsste gern mehr über euch und Matrin. Ah, Templer und Magier. Natürliche Feinde, wie immer wieder betont wird. Als könnten gesunde Männer und Frauen jahrelang so eng zusammenleben, ohne auf irgendwelche Ideen zu kommen. Wir waren viele Jahre lang Freunde und noch viele weitere Liebende. Doch nun ist er fort, wegen dieses Krieges. Seid ihr halt draußen allein? Ihr habt euch weder den Aufständischen noch den Flüchtlingen angeschlossen. Seid ihr hier ganz allein? Ja, so ist es sicherer. Für alle. Anfangs nutzte ich meine Heilkünste, um den Flüchtlingen zu helfen. Doch als die Templer mich sahen, griffen sie an. Unschuldige verloren in dieser Schlacht ihr Leben. Ich werde niemanden mehr in Gefahr bringen. Trete der Inquisition bei. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Blackmore, wieso sollte die Inquisition da besser sein? Ach, verdammt, ich muss doch wieder mitnehmen. Nochmals, danke. Es ist besser, nicht länger in Ungewissheit zu leben. Ach, verdammt, ich muss doch Vivian nehmen. Also ich wollte nicht, dass ich Vivian mitnehme. Na, toll. Das habe ich so viele Magie selber mal. Gut, als menschlicher Magie könnte ich das eventuell noch schaffen. Das könnte eventuell noch funktionieren. Oh, hallo? Ah. Gut, es geht nach da oben, aber. Quest. Gebt auf euch acht. Dort vorne sind Banditen. Oder etwas in der Art. Auf jeden Fall blockieren sie die Straße. Es sind nicht sicher Banditen? Ihr denkt nicht, dass es Banditen sind? Banditen warten ab, bis die Leute angreifbar sind und schlagen dann schnell zu, damit ihnen niemand entkommt.
Diese Bastarde hingegen haben sich schon viel zu früh gezeigt. Ihnen geht es weniger um Beute als darum, die Leute zu vertreiben. Das heißt, sie sind entweder dämlich oder mehr als nur einfache Banditen. Und für dämlich sind sie zu gut bewaffnet. Ja, nicht. Kann auch sein. Es sind mir von Was Ihnen. Was könnt ihr mir über die Angreifer auf der Straße erzählen? Es sind mehrere Gruppen, von denen einige auch mit Bögen bewaffnet sind. Außerdem haben sie bessere Rüstungen als die meisten anderen hier. Es sind zu viele für uns. Wenn ihr da rausgeht, dann achtet darauf, dass sie euch nicht in den Rücken fallen. Sie nehmen keine Gefangenen. Boah. Dann würde ich es eigentlich erst einmal sagen, auf bald. Danke für die Warnung. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und das war's eigentlich auch wieder für diese Folge. Und ja, man kann schon nichts mehr sagen. Nächste Folge werden wir mal die Banditen aufmischen. Dann soll es Aufgabe erledigen und zu Wattelf gehen. Versuchen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber naja. Dann werde ich auch noch ein Gebiet zeigen. Also den Eingang zum Gebiet zu einem Drachen. Wir werden den Grafen nicht sofort töten. Dafür bin ich noch viel zu low. Das hat nicht was sehen, dass ich auf einen Schlag tot bin. Nee, es geht so nicht. Ich hab mit dem, mit diesem Status, ich hab's auch geschafft, aber ich hab übelst lange gebraucht. Übelst lang. Und da reicht eine Stunde, glaube ich, nicht. Oder gut, eine Stunde kann schon sein. Wenn ich das machen würde, dann Speedy Gonzales. Naja. Und dann, wie gesagt, das war's dann wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge. Also dann, bye bye.